Okay, ich bin dann wohl wieder live. Wir warten noch einen Moment, bis hier bei der Bitrate was angezeigt wird. Und hier zeigt er mir noch offline an. Jetzt bin ich live. Okay. Dann gehen wir wieder auf die andere Szene. Hallo erstmal. Im Moment habe ich ein paar Probleme mit meinem Rechner und ein paar Probleme mit Twitch bzw. OBS. Wir gucken mal. Er zeigt mir jetzt zumindest an, dass ich live bin. Ich nehme mal an, dass... Oder ich hoffe, dass man mich sehen kann. Da ist der erste Bot, der sich einmeldet. Okay, gut. Dann gehen wir jetzt weiter. Zurück zum Spiel. So, einmal gucken. Bin ich noch auf der richtigen... Ja, ich bin noch richtig. Noch mal eine neue Batterie. Ich hoffe, dass ich bald mal ein paar Batterieladegeräte kriege. Das wäre nämlich echt toll. So, wir machen mal schnell unsere Taschen leer. Beziehungsweise unsere Netze leer. Damit wir mal ein bisschen Materialien sammeln. So. Wir brauchen nämlich momentan wieder alles. Hier hinten ist noch eine Planke. Wir laufen gerade. Zack. Das ist noch mal wieder was. Dann gehen wir einmal hierher, machen unsere Taschen leer. Halt. So. Und zwar Planken, 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 Planken. Kunststoff, Kunststoff, Kunststoff. So. Die packen wir gleich ins Recyclinggerät, das vorne steht. Müssen wir ganz dringend was trinken. Gut. Jetzt ist das im Weg. Zu weit. Ups. Ups. Das Caravan Town? Nee. Ist einfach nur im Weg, die Insel. Wie ist das denn? Okay, das scheint aber eine interessante Insel zu sein. Dann machen wir das mal eben ganz kurz anders. Wir stellen mal schnell alles aus.
Blinkerlichten. Ich bin jetzt nicht ganz dicht dran, aber das Stückchen kann man schwimmen. Danke, nehmen wir mit. Danke, nehmen wir mit. Ich nehme mit. Okay, Inventar ist noch recht leer, das ist super. Was haben wir hier Interessantes unten drunter liegen? Da ist noch irgendwo eine Planke. Die nehme ich auf jeden Fall mit. Planken kann ich nie genug haben. Ah, guck mal. Schrott im Übrigen auch nicht. Schrott. Und Schrott. Aufsteigen. Da ist noch wieder Schrott. Hallo, nimmst du den mal mit? So. Da ist noch Sand. Da ist Ton. Ist Schrott. Auftauchen. Da ist Schrott. Schrott. Und Schrott. Auftauchen. Danke. So, lass mich mal eben schnell ein bisschen ernten hier. Ich brauche bald einen neuen Haken. Aber den könnte ich mir gleich zur Note mir schnell machen. Mal kurz Überblick. Noch irgendwo wichtige Teile vergessen? Ja, Ton. Da ist. Brauche ich nämlich noch für Essensschalen. Und da ist auch noch ganz viel Schrott. Davon brauche ich richtig viel. So. Und da ist eine Planke. Und noch eine Planke. Und noch eine Planke. Und noch eine Planke. So. Dann können wir erstmal auf die Insel. Da unten ist noch Schrott. So. Lass mich mal gucken, was wir hier Interessantes haben. Bitte. 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 Eine Ziege und einen Bären. Hier oben. Oh, ich glaube, ich muss noch. Ja. Muss definitiv Müllwürfel holen. Ja, genau. Dafür brauche ich Müllwürfel. Gut, super. Dann muss ich erst wieder zurück zum Floß. Ein paar habe ich ja schon mal vorbereitet. Was ist hier sonst noch? Kann ich den Bären vielleicht noch mitnehmen? Ja, wo ist er denn? Da ist er ja. Gerade so. Hallo? Nimmst du den mal auf jetzt? Ja, danke schön. Danke. Ist hier noch was Interessantes, das ich mitnehmen kann? Nee. Also, wo war mein Floß? Auf der anderen Seite. Ist
Siege brauche ich nicht. Lass mich mal gucken, kann ich von dieser Seite rüber? Wo ist denn mein Schloss jetzt? Hallo? Da hinten bist du. Okay. Dann schwimmen wir mal eben kurz zurück. Da ist noch eine Planke. Die muss ich auf jeden Fall noch mitnehmen. Planken darf ich nicht liegen lassen. So. Dann schwimmen wir mal eben zurück. Da ist noch eine Planke. Die nehmen wir bitte auch mit. Okay. So, machen wir einmal kurz den hier. Einmal Taschen leer. Da sind schon wieder 18 Planken. Noch was, was ich hier reinpacken muss? Nein. Plastik. Ton. Ich. Wieso kann ich mir eigentlich nie merken, in welcher Kiste ich den Schrott habe? Ach, weil ich gar keine Kiste mehr mit Schrott habe, oder? Nee, ich glaube, ich habe das alles aufgebraucht. Gut. Dann packen wir dich jetzt hier runter. So. Seile hatte ich da ganz viele. Da kannst du schon wieder hin. Wieso habe ich hier noch zwei mal Sand? So, weil der voll ist. So, da haben wir den Sand untergebracht. Dann habe ich noch Leder. Das war hier. Zack. Und die drei. So, dann habe ich Steine. Die waren irgendwo hier. Ja. Die sind dann auch untergebracht. Habe ich noch mehr Palmblätter? Nein. Im Moment nicht, aber ich habe ja noch genug. 20, 40, 60, 80, 100. Gut. Voll. Aber dafür ist die Batterie leer. Ich hatte wo die Batterien untergebracht. Dann habe ich noch mal hier Würfel. Wo genau hatte ich die Batterien reingesteckt? Da hatte ich Batterien reingesteckt. Ups. So. Das heißt, wir nehmen die Batterie auf. Hallo. Dann kannst du weiterarbeiten. Dann habe ich eine Batterie weg. So. Ich habe jetzt 8 Würfel. Das heißt, wir schwimmen nochmal zur Insel und kaufen uns ein paar Köder.
Dann lasse ich die Inversion mal ablaufen, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass es da noch eine andere Kiste gibt, die ich mitnehmen kann. Einmal da hoch. Eins. Komm mal rüber. Und weiter auf. Auch da auf. Jetzt nicht aufnehmen. Und hier waren wir irgendwo. War nicht hier noch irgendwo ein Licht? Hätte schwören können, dass es hier noch ein weiteres Nest geben müsste. So, wir nehmen die auf. Bolzen, Bolzen, Scharniere, Planke. Nochmal ein Bienenvoll. Oder nochmal zwei. Ich auch. So, dann nehmen wir dann die auch nochmal weg. So. Auch noch mal. So. Da habe ich schon mal wieder was. Ich muss gleich erstmal ein Glas einschmelzen. So. Dann kaufen wir jetzt mal 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Mir fehlt ein Müllwürfel. Sowas aber auch. Naja, gut. Du hast Dinge. Hier noch irgendwas Interessantes zu sehen? Glaub nicht. Muss ich auf dieser Seite nochmal tauchen? Vielleicht. Wir nehmen nochmal den Weg runter und wir schwimmen noch einmal um die Insel drumherum. Ich weiß gar nicht, bin ich laut genug? Ich hoffe doch. Ich höre mich recht gut. Moment. Von daher besteht die Chance, dass ich laut genug bin. Zur Not regle ich mich noch ein bisschen weiter hoch und fertig. So. Was habe ich hier noch Interessantes? Steine, Glas. Mein Haken ist auch bald weg. Schrott. 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 Auftauchen. Schrott. Gott. Und habe ich erstmal das Wichtige eingesammelt. So. Wir schwimmen zurück zum Floß. Das ist noch. Nee. Und angeln gleich erstmal.
Hallo Floß, wo bist du? Wahrscheinlich wieder auf der anderen Seite. Da ist mein Floß. Hat sich da wieder für ein Gerät verabschiedet? Ich weiß es nicht. Da ist mein Flüsschen. Das Kindergerät macht hier solche Schwierigkeiten. Halt die Schnauze. So, dann sind wir gleich wieder auf dem Floß. Dann können wir gleich ein bisschen angeln. Aber ich muss erstmal neu craften. Eine Machete und einen neuen Haken. Das heißt, wir gehen erstmal ganz kurz hier hin. Was haben wir denn hier jetzt? Sand. Schrott. Was brauche ich für einen neuen Haken? Schrott. Sechs. Seile. 6. Tatsächlich sogar nur 2. Ein Bolzen. Das Scharnier und die Nägel können schon wieder weg. Nee, da haben wir Honigbienen. Das sind keine Gläser, sondern Bienen. Eine Planke brauche ich noch. Einmal herstellen. Dann kann ich mir gleich eine neue Angel machen. Dafür brauche ich noch wieder Seile. Seile. Hier. Hier sind 8. Bolzen habe ich. Schrott. So, eine herstellen. Und eine Machete. Brauche ich dafür? Seile. Eigentlich nur 2. Und Schrott. 3. Ich auch und verteilbare. Kann ich mir auch wieder eine herstellen. Jetzt muss ich mal im ganz kurz gucken, wo habe ich eigentlich Nägel schon untergebracht gehabt. Moment, nirgends. Moment. Die können damit hin, du kannst damit hin. Was haben wir denn so? Du kommst dahin.
Die Bolzen habe ich alle aufgebraucht. Du kannst damit hin. Die Schlager hier auch mal inzwischen. Genauso wie den hier und die Heilseite. So. Hier noch was zum Zwischenlagern? Nein. Jetzt muss ich mal im ganz kurz gucken, was ich oben noch an die habe ich hier. Dann habe ich neue Pilze. Kokosnüsse. Kann ich die da eigentlich auch reinschmeißen? Aber was essen? Trinken, zack. So. Was kann ich denn da noch an Rohkost reinschmeißen? Das wird wahrscheinlich auch nicht ganz so viel. Honig kann so rein. Dann lass mich mal gucken, dass ich hier mal eben. Neue Pflanzen. Das mal. Runter. Kann ich die beiden Ananas da reinschmeißen? Ja, kann ich. Wie voll bist du? Noch nicht voll genug. Ihr seid mittlerweile, glaube ich, auch alle ziemlich leer. Ja, da muss definitiv wieder Kraftstoff rein. Was habe ich noch auf der Tasche? Nochmal Honigbienen. Die hatte ich hier irgendwo zwischengelagert. Ja. Ein Honigbiene. Und Honig. So. Und die kommen da noch hin. Dann kann ich mich jetzt wieder. Muss ich einmal um die Insel drum rumfahren. Und wir fahren an der Insel vorbei. Upsala. Genau. Achso, nee, stopp. Macht ja gar keinen Sinn, jetzt schon wegzufahren. Warte, gar nicht wahr. Muss ich nochmal. Ich wollte erst angeln und dann gucken, ob ich hier schon was verkaufen kann. Das ist ja viel wichtiger. Ja, erstmal viel wichtiger. Erstmal angeln und dann gucken, ob ich schon irgendwas verkaufen kann. Damit ich mir hier vielleicht auch mal irgendwas leisten kann. So, also allen. Eigentlich noch Pfeil und Bogen da? Ja, habe ich. Ja, aber keine Ahnung. Gerade auf dem Nest, ne? So, okay. Dann angeln wir mal kurz. Hüpp. Angeln. So, Köder wählen. Hallo?
dann angeln wir jetzt ein bisschen. Einen scharfen Karpfen. Kann ich mich gleich im Anschluss auch was verkaufen? Da habe ich noch was gefunden. Im Moment scheint alles recht gut zu laufen. Schauen wir mal. Bisschen was haben wir schon gefangen. Oh, ein Netzknabberer. Drei Karpfen, drei Garnelen. Ich muss dann gleich nur dran denken, dass ich auch die Würfel wieder mitnehme. Weil das geht ja immer nur in Verbindung mit. Das ist noch eine Garnele und noch eine Garnele. Ich habe noch einen Haken dran. Wir angeln jetzt einmal unsere Haken weg, beziehungsweise unsere Köder. Und verkaufen dann gleich mal die Fische. Vorausgesetzt, ich kann die einfach so verkaufen. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Das Angeln hier ist deutlich angenehmer als bei Stardew Valley oder auch bei Spirit Farer. Habe ich denn hier einen Knochen unter den Füßen? Nochmal. Ich finde das cool, wie der Mond aufgeht. Okay, und jetzt habe ich keinen Köder mehr. Dann gucke ich mal, dass ich mir noch ein, zwei Fische angel. Da noch Köder. Dachte ich hätte meine 20 durch. Nö. Das aussieht, habe ich immer noch einen Wurm dran.
wir angeln das Ganze weg. Im Netzknabberer. Scheint jetzt auch nicht so zu sein, dass ich irgendwo... Hilfe! Falsche Taste. Jetzt auch nicht doch... Ach nee. Habe ich jetzt ernsthaft die Köder weggeschmissen? 6, 12, 20. Nee, alles gut. Ich habe meine 20 Köder aufgebraucht. Wäre es ja wohl nicht der Hammer gewesen. Makrele geangelt. So, dann gehen wir jetzt erst einmal zurück. Gucken mal, wie viele Würfel wir noch wieder haben. Erstmal 4. Los. Ach, da habe ich die Nägel ja drin. Da noch hinzu. Hier noch irgendwas, was ich abgeben möchte, vielleicht vorübergehend. Nee. So, dann geht es jetzt erst noch eben wieder zurück auf die Insel. Kann ich mal meinen Fang verkaufen? Den neuen Haken kann ich auch gleich mit einmal verwenden. Zack. So, dann geht's einmal wieder raus. Zack. Dann gehen wir da auch schnell wieder hin. Und verkaufen unsere Fische. Wir wollen verkaufen. Ja. Verkaufen, 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 verkaufen. So, die ersten 200 habe ich schon mal. So, was kann ich mir jetzt dafür kaufen? Deluxe-Wald habe ich schon. Rote Beeteschuss. Kaufe ich mir mal ein. Das habe ich schon. Das Luftraum brauche ich nicht. Den Kompass irgendwie auch nicht. Die Garderobe. Was kann ich mit Kumon das anfangen? Kaufen wir ein. Kaufe ich ein. What? Nein, den kann ich besser ernten. So, da habe ich jetzt nicht mehr genug für und brauche ich einen Kompass? So. Bis zum Tier 2 habe ich noch ein bisschen. Dafür muss ich erstmal wieder neue Würfel machen. Die kann ich bis zur nächsten Ente machen. Zack, zack, zack. Wo ist denn schon wieder meine
Ach, wieso suche ich eigentlich immer mein Floß? Bin ein bisschen doof. Dann schwimmen wir einmal drumrum. Ich stehe nämlich wieder auf der anderen Seite. Ups, wir trinken mal eben schnell was. So. Ich schaue mir das gerade nicht an. Und dann Süßwasser, trinken wir auch mal etwas Süßwasser. So. Metallerz wäre zu schade, das liegen zu lassen. Motoren wieder starten. Da hab ich schon wieder. Na, vorsichtig, nicht hier rumachern. Nochmal Biokraftstoff einfüllen. So. Kann ich vielleicht mal gucken, dass ich ein paar Eier kriege. Bei den Eiern weiß ich, dass ich da Biokraftstoff machen kann. Aber ich muss da meine Dings auch wieder auffüllen. Hopp, hopp, so. Einmal Eier rein. Nämlich richtig viel Energie. Kann ich auch mal eins essen. So. Dann muss ich jetzt auch mal gucken. Wo segeln wir denn hin? Ja, wir können das drehen. Einmal wieder um die Insel drumherum. Nein, drumherum, nicht drauf zu. Wir fahren jetzt erstmal ein bisschen weiter geradeaus. So. Und fahren dann tatsächlich einmal langsam drumrum. Nicht dahin, sondern drumrum. Ist jetzt ja nicht so schwer. Drum rum. So langsam fahren wir dran vorbei. Kannst du mal dran vorbeifahren?
So. Hier muss ich erstmal Wasser nachfüllen. Und die Batterie austauschen. Und Batterie austauschen. Und meine ganzen Wasservorräte auffüllen. Ja. Schönes Wasser. Kann man die so langsam erahnen vielleicht? Wieso bist du schon wieder da? Das ist doch nicht dein Ernst. Oder? Ich hab schon wieder die Insel im Weg. Hallo? Bin ich dumm? Nee, das ist die nächstgrößere Insel. Ich muss um die Insel drum zufahren. Das heißt, wir fahren erstmal drauf zu. Ich packe das mal eben ganz kurz in die Kiste. Und zwar den Kurkuma und den Chili. So, du kommst da vorne dran. Dafür brauche ich Kurkuma. So, dann muss ich da immer drum fahren. Ups, Hilfe. Ja, versanftes Drehen. Drumrum. Daran hängen bleiben, bitte. Muss ich gleich mal eben wieder gucken, dass ich mich hier wieder eingestellt krieg. Muss da dran vorbei. Hilft alles nichts.
Ich kann mal einmal ganz kurz gucken, ob ich noch wieder ein paar Biodiesel habe. Benötigt Rohkost. Dann paar Eier. Ei. Ei. Nur zu Honig. Komm schon. Was steht hier? Halt kein Sprit mehr. Okay. Bevor ich jetzt weit abdrifte, mache ich erst eben ganz kurz den hier. Da ist wieder Rohstoff. Den platzieren wir kurz. Hallo? Hat mich nicht erschreckt. Wir warten, bis wir nochmal Rohstoff haben. So, Wasser. Muss ich ganz dringend auch wieder haben. Ja. Eins. Zwei. Drei. Die letzte Flasche leer. Machen um alles wieder voll. Bist du ein bisschen brauchst du noch? Schau mal wieder drei Eier. Ich will mal gucken, dass ich ein bisschen Glas mache. So, wir können wieder laufen. Ich brauche unbedingt noch einen zweiten Rohkostkrank. Brauche ich, um den herzustellen? Das ist kein Problem. Die stellen wir her. Gut. Dann habe ich nämlich zwei davon. Das reicht meistens. So, dann halt, stopp. Kunststoff. Planken. Seile. Herstellen. Noch einmal Kunststoff. Noch ein herstellen. Dann platziere ich die beiden noch eben. Muss ich unbedingt Glas herstellen, damit ich den Honig vorstellen kann. Also, ups, stopp, dahin.
dich mitnehmen. Ein Stack Holz. Zack. Glas. Ach. Ja, toll. Ich bin ja vielleicht blau. Nicht. Hallo? Habe ich... Ach. Ups. Hab ich denn jetzt... Ach. Wieder kein Sprit da, ne? Dann ankern wir mal schnell wieder. So, das machen wir jetzt gleich erst eben. Ich muss erst noch ein ganz kurz Kunststoff, Glas einschmelzen. Beziehungsweise Wandsand anschmelzen, um Glas zu machen. So. Zack. Das kann da schon mal rein. Ja. Dann nehmen wir uns wieder einen großen Stack mit Palmblätter. 20. 40. 60, 80, 100, 120. Palmblätter platzieren. Palmblätter platzieren. Palmblätter platzieren. Ich glaube, ich noch zwei Batterien drin. Ne, ich habe nur noch eine volle. Ich brauche ganz dringend ein Ladegerät. Also, auf die muss ich auch gleich einschmelzen. Das kann ich ja nicht mit dem machen. Okay, tatsächlich nur gucken, wo Norden ist. Gut. Farbstoff. Hab ich kein Honig mehr. Wie weit sind meine Schmelzen? Ah, Glas, 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 Glas. Glas, Glas. Glas. Glas und Glas. Ah. Naja, ihr seid noch nicht dran. Ich muss jetzt erstmal eben ganz kurz Rohkost besorgen. Dann haben wir die Samen. Honig. 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 Melone. So. Sieht
dem Feuer, weil die eignet sich tatsächlich am ergiebigsten. Ei hier? Nein, ich nicht. So, noch keins gelegt? Ernsthaft nicht? Oh gut. Dann da jetzt mal eben schnell vier Eier rein. So, ich muss mal das tatsächlich gucken, dass ich mal ein bisschen Rohkost kriege. So, und habe ich hier nicht noch Köpfe? Ja, meine Köpfe geht auch als Rohkost, oder? Die sind auch sehr ergiebig. Aber also, die kann ich immer nicht im Kochen verwenden und die ich mal dahin. So, dann lass mich mal gucken. Die packe ich mal eben dahin. So, dann. Das Essen. Ich bin das ganze Essen gelassen. Da schon mal nicht. Die muss ich auch gleich nochmal wegmachen. Essen. Da. Ja, Essen. Essen. Und jetzt noch wieder zurück. Mal eben die Sticks auf den Grill packen. So. Ja. So. Und dann habe ich noch rohes Essen. Machen wir es mal schnell in Gemüsesuppe. Fehlt mir eh noch eine Batterie. Mit Batterien habe ich es jetzt auch gerade nicht so. So, dann lasse ich mal gucken, wie weit seid ihr? Ist schon mal fertig. Kraftstoff. Die arbeitet auch schön vor euch hin. So. Dann machen wir mal den wieder ankerlichten. Den wieder hoch. So. Ich muss noch mal wieder ein kleines bisschen beidrehen. So, zwischen den beiden Inseln durch. Das ist eine gute Position. Da bin ich jetzt auf Kurs. Ja. Meine Batterie ist so gut wie leer, aber ich bin erstmal auf Kurs.
So. Ich muss jetzt als nächstes mal gucken, dass ich Kleber einschmilze, damit ich wieder Batterien und sonstiges herstellen kann. Kleber auf die Tasche. Du arbeitest weiter. Hier aus, die sind fertig. 1, 2, 3, so. Dann mal wieder hoch. Position korrigieren, kannst du gucken. Sieht gar nicht so schlecht aus. Und hier nochmal irgendwie. So, okay. Das muss reichen. Okay, Serie entfernen. Dritte. Die alten Batterien waren da. So. Habe ich hier 6 leere. Da habe ich eigentlich die anderen alle gelassen. Dann gehen wir nochmal wieder runter. Mal wieder nach Eiern. Da. Auf, ich wollte dich nicht tragen. Ich will das hier. Den rüber, darüber, 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 darüber. Das ist jetzt gespawnt. Mann, no. Ei. Das mache ich vor, ist nicht voll. Ich mache schnell auf, dann kann ich das wieder voll machen. So.
Gut, dann gehen wir jetzt erstmal eben ganz kurz mit der Batterie zu dem Gerät, weil das ist jetzt erstmal das Wichtigere, dass ich da eine neue Batterie einsetze. Was? Gut. Wir korrigieren die Position noch wieder ein bisschen. Okay. Hupp. Dann guck ich mal, inwieweit du bist. Hallo, hör auf jetzt rumzuruckeln. Steine da unten. Da haben wir die Steine. Habe ich hier auch noch was für? Nein. Nein. Da habe ich gerade. Ach so, mein Spaß. Ich muss einmal die Beine behalten. Wo habe ich eigentlich die anderen drei Würfel gelassen? Da habe ich jetzt schon 6 leere Batterien. Die oben bei mir hingepackt. Kann das sein? Macht so den Anschein also ab. Vielleicht. So, erstmal machen wir das da wieder. Dann machen wir das da wieder. Dann kommt die Seite da noch wieder hin. Wieso dreht sich mein Floßkader selber? Nicht in Ordnung, weil es das tut. Also, da passt nichts mehr. Das ist hier nicht in Ordnung. Warum? Oh! Oh! Upsilla! Hat sich mir was in den Weg gestellt? Upsilla! Sekunde. Anker werfen. Alles ausstellen. Okay. So, dann kann ich aber meine Netze noch leer machen. Willkommen to Caravan Town. Aufnehmen. Sekunde. Keine Planken vergeuden hier. Hopp. Danke. 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 Danke.
fehlt noch, dass ich irgendwelche Planken nicht mitnehme. Jetzt für den Recycler brauche ich so ziemlich alles, was ich recyceln kann. Ja. Noch rein. Ich packe die Palmblätter wieder rein. Tatsächlich mal gucken, wo ich diese blöden Würfel hingepackt habe. Ist doch gar nicht. Wir sortieren mal wieder nach voll. Sind alle voll? Okay. Davon nochmal 20 und davon nochmal 20. So, dann lass mich mal gucken, dass ich da nochmal den Rohkreis wieder reinkriege. Ja. Den Honig nicht mehr. Kann ich auch erst eben schnell holen. Ich muss sowieso noch einmal gucken, ob ich ein paar mehr Kästen platzieren kann. Die kann ich langsam auch wieder basteln. Nee, dann habe ich keine platziert. Die denn wirklich alle aufgebraucht? Ich hätte spüren können, dass ich noch welche hatte. Leer, da sind Steine drin. Da sind die nochmal drin, dann kann ich die nochmal stark voll machen. So. Da ist Schrott drin, da kann ich den dann immer zupacken. So. Da sind nochmal Honig drin. Reicht aber noch nicht für neue Gläser. Mal dazu. So, warten wir ganz kurz. Was brauche ich für einen Bienenstock? Hier tun zwei Scharniere. Planken. Also Scharniere habe ich. So, habe ich 9. Planken habe ich genug. Kunststoff habe ich genug. Dann gehen wir mal zu den Gläsern. Dann nochmal Planken. Zu den Wiegengläsern. So. Dann muss ich mal gucken, wie das im Körper aussieht. Die letzten drei können dahin hin. Dann brauche ich mal wieder ein bisschen Kupfer und ich nehme noch ein Kreuzchen und schmelze mit. So, dann kann dann da wieder hin.
auch wieder Seile. Dann habe ich noch wieder Steine. Die Scharniere können auch wieder auf Platz. So, gut. Jetzt bleiben wir auf dem Platz. Jetzt müssen wir mal Wasser nachfüllen und ich muss da trocken gehen. Eier absammeln. Könnt ihr mal aufhören, mir da vor die Nase zu laufen? Ich will das Ei da aufheben. Warte nicht. So, dann machen wir das anders. Salzwasser. Und ich muss gleich was zu essen haben. Nehmen wir schon mal mit hoch. So, dann lass mich mal gucken. Dazu nehmen wir erstmal die Eier. Ich habe immer keinen Honig herstellen können und seit nicht. Dann muss ich mit dem Honig noch einen Moment warten. Nehmen wir noch was zu essen. Ja, genau, pünktlich. So. Einmal runter. Kann da rein. Zack. Das brauche ich für eine neue Batterie. Ich habe keine Kupferbahn, ich habe keinen Schrott auf dem Mann und nicht genug Platz. Und Schrott ist aber nicht das Problem, davon habe ich genug. Nein. So. Kupferbahn habe ich noch nicht. Schrott habe ich hier. Ich will nur noch die Kupferbahn. Hier was Interessantes. Nicht rein. Dann dich schon mal. Da kann ich auch nicht rein. Ich? Da ist nichts. Ist auch nichts.
habe ich eine gehörte Hilfe. Nix, 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 nix. Irgendwelche Hängeschränke? Nein. Kann ich dich öffnen? Ja. Hallo? Nein? Da hab ich auch was Tolles gefunden. Was haben wir da noch drin? Schneide blanken Kupfer. So. Dann eine gegarte Kartoffel. Nichts. Da ist auch noch mal wieder was drin. Da kann ich hoch. Ja. Hier kann ich hoch. Ja, danke. Habe ich meinen Kescher durch Zufall dabei? Ne, den habe ich weggelegt. Okay. Haben wir hier noch drin? Oh. Erbakoalala. Nee, Kulada. Erdbeerkulada. Oh, hier geht's auch nochmal hoch. Ne, hier ist das gleiche. Wo war ich gerade? Okay. Kann ich hier runter? Ja, kann ich. Da ist auch nochmal was drin. Da ist nochmal was drin. Und da ist nochmal was drin. Aufgemacht? Nein. Hast du mal einen Zettel liegen gehabt? Nö, auch noch nicht. Nee. Dann geht es hier nochmal wieder weiter hoch. Hier ist auch noch eine ganze Menge, so wie es aussieht. Eine Gatte rüber. Hallo? Ups. Falsch. Ach, Moment, da geht es auch nochmal hoch. Nehmen wir erstmal den Weg. Da komme ich. Hier lang. Nix. Nix. Gut. Also nochmal hoch. Da komme ich von dieser Seite aus nicht rüber. Nein. Nochmal hoch. Nicht hin. Dich will ich gar nicht haben. Nicht doch. Nicht doch. Mach's gut denn. Motiv wollten wir doch gar nicht. Ich wollte. Wir gehen erst nochmal hier hoch. So, hoch. War ich hier schon drin? Nein. Wie voll ist mein Inventar? Geht noch. Trinken. Trinken. So. Da noch was. Da noch was. Da nichts mehr. Okay, gut.
Ah ja, genau, da muss ich von oben ran. Irgendwie war da was. Hier nochmal wieder hin. Was haben wir hier? Hier war ich schon. Da komme ich auch von oben aus ran. Also nochmal hier hin. Nochmal da hoch. Nochmal da hoch. Ja, da kann ich auch noch hoch. Hallo? Irgendwo mal einen Zettel rumfliegen? Nein. Da ist noch wieder was. Hier oben auch noch wieder was im Schrank. Jawohl. So, ich glaube, ich kann mal eben ein Erdbeerkollader und Überreste. Sehen jetzt nicht so appetitlich aus. Aber hau ich das Zeug. Bisschen was an Dings bringt es immer. Rohrrüben. Oh, ich habe auch schon wieder drei davon. Dann essen wir erst noch mal im ganz kurz die auf. Dann haben wir nämlich schon wieder ein bisschen Platz. Mein Bogen dabei. Mein Bogen habe ich dabei. Pfeile habe ich auch. Okay. Dann lass mich mal im Gucken, dass ich hier rüber komme. Ups. Noch eine Gegarte rüber. Dann nehmen wir uns den Weg. Nein, Eingeschränke haben wir hier auch nicht. Yes. Yes. Ich kann ich nicht benutzen. Klettere ich hier noch mal wieder hoch. So, dann lass mich mal gucken. Ich hier noch mal hoch. Ja, hier war ich nämlich auch noch nicht. Ups. Das ist eine Melone. Wir essen die Reben auf. Wir essen die Wassermelone auf. So. Gut. Naja, du mich auch, mein Schatz. Hup. Ah! Da ist ein zweites Bauteil und da habe ich den ersten Brief. Ma is getting sicker, and I heard that strange man Olaf shouting orders. I saw them rounding up all the hyenas in cages. Sanjay is helping separate the rafts from the rocks. I asked Dr. Henrik about Ma. He looks sick, too. Told me to avoid the pigs. And Olaf. Sanjay says he's scared. Smart man, Sanjay. Ich eine Etage tiefer. Hier noch irgendwo anders hin. Ja, da noch rüber. Hier ist aber nichts. Dann kann ich da noch rüber.
Hier ist nichts. Nö, okay. Ja, da weiß ich, dass du da bist. Gut, habe ich hier noch was? Nee. Bin ich da auch noch rüber? Nee, von da komme ich ja. Okay. So, war ich hier schon drin? Ja. Okay, dann gehen wir jetzt. Ja, ja, du mich auch. Dann gehen wir jetzt. Wohin? Damit durch. Ich bitte. Da muss ich noch hin. Gott. Bist du Gemüsesuppe? Wir schnabulieren kurz die beiden drüben weg. Gemüsesuppe auf und schnabulieren die auch noch weg. So. Gut. Naja. Dann gehen wir einmal hier rüber und einmal darüber. Ist jetzt gerade rappelvoll. Das heißt, ich sollte vielleicht mal gucken, dass ich gleich was wegbringe. Wo ich gleich wirklich nichts mehr aufnehmen kann. Den bringen wir jetzt erstmal in Sicherheit. Oder den stecke ich gleich weg. Aber ich muss erstmal ganz kurz gucken, wo ist mein Kraft. Ich glaube, wir gehen erstmal eben runter. Oder? Hier noch was? Ich komme hier gleich nochmal wieder her, aber ich muss, glaube ich, erstmal mein Inventar leer bringen. Macht so, glaube ich, keinen wirklichen Sinn mehr. Wenn ich hier mit dem vollen Inventar rumrenne. Ach ja, genau. Da war aber noch was. Da waren noch ein paar blöde Fliegen. Bienen. Wo war mein Draft hin? Und second, war ich da oder war ich hier? Da warst du nicht. Ich von da gekommen. Nein. Und wir machen das anders. Wir schwimmen einmal hier durch. Dann muss ich nämlich auch noch lang. Dass ich meinen Werft einfach auf die andere Seite gesehen habe. Da ist es. Genau. So, ich muss jetzt auch langsam wieder Feierabend machen.
Und einmal Inventar leeren. 20 Planken, 9 Planken. Aber gibt es ja, dass ich den Schrott jetzt verloren habe? Ja, anscheinend wohl. Hä? Ich aufgebraucht oder was? Ich verstehe das manchmal nicht. Das waren Würfel. Jetzt auch mal ganz kurz hier hin. Scharnier. Nein, du kommst gleich woanders hin. Du kommst gleich woanders hin. Bolzen. So, du dahin. Du dahin. Keine Planken. Mal wieder einschmelzen. Ich habe gar keine 10 Schmerzen, ich habe 9. So. Die Waren kommen da im rein. Steine müssen dahin. Na. Steine. So, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Batterie herstellen. Batterie herstellen. Batterie herstellen. So. Dann brauche ich bei der Navigation wieder. Und eine kommt jetzt hier mit hin. So. Also da kann ich auch die Hartrolle erstmal nehmen. Was kann ich hier platzieren? Erstmal nix. So, jetzt muss ich erstmal was gucken. Habe ich irgendwo hier die Würfel reingeschmissen? Nein, sieht nicht so aus. Schmeißen wir mal eben dahin. Ich pack die Würfel jetzt mal zu den Bitcoin. Zu den Kanonen für die Währung heißt. Ja.
Warte, ich soll es hin verschwinden lassen. Da irgendwo, oder? Bin ich eigentlich völlig bescheuert? Sie ja schon wieder hin verschwinden lassen. Das gibt's doch gar nicht. Da. Hab dich. So, den kann ich auch immer wegbringen. Da muss ich nochmal wegen Bokos gucken. Voll. Nee, nicht ganz. Noch mehr Biotreibe. Abschlag habe ich nicht. Okay, gut. Dann muss ich noch mal wieder gucken. Habt ihr? Ei. Gucken wir mal, wo ich ist. Ah, Honig. Dann brauche ich Glas. Herstellen. Nicht nur Honig. So, okay. Dann habe ich wieder 4 von dem Honig. Was wir haben, wie weit sind die Eier? Schon wieder frische gelegt. Ja, da ist eins. Und irgendwo ist noch gerade eins rausgeplupst. Na, wo ist noch eins? Da ist noch eins. Ich noch irgendwas bei mir, was Rohkost ist? Nein. Gut. Lassen wir euch erstmal eben arbeiten. Bei der Gelegenheit kann ich die jetzt wieder voll machen.
So. Die Würfel würde ich mal wieder wegbringen. Da mal hin. So. Habe ich hier noch irgendetwas, das ich gerne leisten möchte? Ja. Und zwar das Sammeln. Jetzt lasse ich mal hier. So. Dann den Kleber muss ich unten noch abgeben. So. Eine Angel kann ich hier lassen und einen Bogen kann ich noch hier lassen. Die Angel, also nehmen wir mal den abgebranzten Bogen. Die Angel lassen wir hier. Die Axt nehme ich jetzt aber mit, genauso wie eine Schaufel. Da habe ich das Netz, die Batterie kann ich gleich auch weggeben. Einen Bogen lassen wir hier. Den Netzwerfer und den nehme ich mit. Hey, hallo! Oh mein Gott, jetzt sag nicht, wir haben schon wieder kurz vor 12. Doch, wir haben schon wieder kurz nach 12. Upsi! Hallo Mystic Melody. Ich muss jetzt noch mal überlegen, wo war ich jetzt gerade bei? Habe ich. Den Plastik kann ich noch loswerden. Plastik noch abgeben. So. Denken bewahren wir. Ach ja, und die Batterie wollte ich noch ablegen. Da ist die Frage, wo ich mit der hingehe. Ich packe sie erstmal in die Kiste. So. Tanken habe ich auch nicht mehr. Dann lass mich mal eben einmal den noch nehmen. Und wir gehen nochmal zurück. Dann lass mich mal schauen, was wir hier noch Schönes machen können. Da war ich schon drunter. War ich da schon drin? Ich bin der Meinung, da war ich schon drin. Ja, okay. Da ist nix. So, dann lasse ich mal gucken. Dann kann ich. Da ist eine Nachricht. My name is Sanjay. I think I'm in trouble. That dude put together a diving suit using a bike and an old diving helmet. That dude put weights in it to go down, but he put in too much. Now if I leave, then no one will pump air to that dude using the bike. If I'm thrown in jail, this is proof I'm innocent. Datto Scientific Journal, Underwater Caches. Ah, jetzt weiß ich, was ich noch haben muss. Very unprofessional. There's lots of debris underwater. I couldn't get anything out though. Sad. Pa forbade me from doing any more experiments. I think he's just angry because Ma got sick. Dr. Henry Kann said she'll be okay. Sauerstoff so nehmen? It's okay. Ich sollte wieder was trinken. Und auftauchen. Naja, du stell dich mal nicht so an. So, Einmal abtauchen.
kann ich, glaube ich, schon mal reintauchen. So, dann muss ich da wieder raustauchen. Abtauchen. Noch weiter abtauchen. Und... Upsi, 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 upsi. Da muss ich hin. So. Jetzt noch mal tiefer. Komm, zieh durch, zieh durch, zieh durch, zieh durch. Ja, blub, blub. Alles gut. Teil einer Seilrutsche. Bauplan, Metalldetektor, jawohl. Den brauchte ich mal im Kurz. So. Dann können wir so wieder auftauchen. Machen wir tatsächlich gerade wieder auf. Na komm. Wir sind hoffentlich gleich oben. Komm, 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 zieh durch, zieh durch, zieh durch, zieh durch, zieh durch. Wir haben die Oberfläche gleich erreicht. Ja. Yes, gut. Hä? So, Gott sei Dank. Dann gucken wir mal eben, dass wir uns den Metalldetektor schon mal zusammenbauen. Hallo Hunti. Ja, wir gehen gleich noch Gassi. Alles gut. Ja, machen wir auch gleich. So, zack. Dann bauen wir uns jetzt gleich erstmal den Metalldetektor zusammen. Und dann machen wir aber auch gleich erstmal Feierabend. Ich muss morgen wieder früh aufstehen. Ich dachte auch nicht, dass es so früh noch wird, dass ich noch so lange spiele. Ich spiele jetzt auch schon wieder bei 2 Stunden. So, was brauchen wir denn für den... Halt, stopp, nein. Wir müssen erst zum Tisch. Yep. Wo ist mein Tisch? Da ist mein Tisch. Forschungstisch. Metalldetektor erlernen. Was brauche ich dafür? Und wo bist du? Da ist der Metalldetektor. Kunststoff, Schrott und eine Batterie. So, ich weiß, dass es beim letzten Mal sozusagen den Trick gab, eine leere Batterie zu nehmen und die zu verbauen. Wir gucken, ob das immer noch funktioniert. Was brauchte ich noch? Kunststoff und Schrott. Schrott. Kunststoff herstellen. Ja, genau. Funktioniert immer noch. Das heißt, für so etwas kann man halt auch noch leere Batterien verwenden. Weil wenn man die verbaut, sind die automatisch wieder voll. So, der Bauplan kann auch dahin. Zack. Dann nutzen wir jetzt erstmal kurz den Metalldetektor. Und gucken mal kurz.
sehen. Hier schon drin? Nein, hier war ich noch nicht drin. Da muss ich von der anderen Seite ran. Doch, hier war ich schon. Gut. Dann gehen wir hier mal wieder hoch. Oh, da ist ein Zettel. Leto Scientific Journal. Classified. Ma says I should write down what I think to make it stick, so I write. Caravan Town is a rock sticking out from the water. It has good land to raise pigs to eat. We can fish, grow vegetables. Only downside are the hyenas, but they are usually. We came here on a boat with half the rest in Japan. Ach ja, genau, they let us stay because Ma is smart and Pa is good at welding. They say I'm just another mouth to feed. But I'll show them. See, the problem is, the water is rising, right? What if we just take away the water? Ah. Na, dann muss ich da runter. Erste sanftes Drehen, einmal dahin. Ups. Ja. Erst sanftes Drehen. Ganz. Wir noch mal. Ja. Gut. Wie hast du sonst das Drehen? Hier vielleicht. So. Wo wolltest du da reinspritzen? Gucken wir mal. Gucken, dann muss ich hier wieder hoch. Hopp. So. Okay, das ist nicht richtig. Hallo? Ist da noch wieder hoch? Ich eigentlich auch irgendwie verstellen? Nein. Hallo? Ist da nochmal wieder hoch? Hallöchen, lass das. So. Da noch wieder hoch, da noch wieder hoch, da noch wieder hoch. Und da noch wieder hoch.
Das ist das einzig Lästige, was ich hier wirklich weiß. Wenn ich dieses Rauf- und Runterturnen. Damit du dieses blöde Dings da auffüllen kannst. Richtig. Wie muss ich dich drehen, dass du da reinspritzt? Dich kann ich nicht verstellen und ich glaube, hier unten kann ich auch nicht verstellen, oder? Nein. Du bist ziemlich stationär. Das heißt, ich muss wieder hoch. Ja. Bin ich von dieser Seite hier runter? Upp. Ja, bringt mir aber nicht viel, oder? Nicht so wirklich. Heißt vielleicht doch. Nein, verdammt, zu spät. Hi. So. Okay, muss ich nochmal machen. Och Mann. Kann ich doch gar nicht. Was immer noch. Hast du mal auf, da dich der Rest denken, festzuhängen, Mensch? Gut, dann stelle ich dich jetzt fast waagerecht. Guck mal, was das was bringt. Jetzt habe ich zumindest mal gesehen, wo das Wasser hinspritzt. Hallo, hör auf damit. So.
Nochmal hoch. Hoch, hoch. Willst du dich jetzt langsam? Nee, immer noch nicht. Och Mann, das ist echt nervig. Wenn ich dieses rauf und runter. Ich weiß jetzt auch nicht, wie es einen kürzeren Weg darunter geben kann. Aha. Okay. Bist versprungen. Ah, ich sehe langsam auch nichts mehr. Ich sehe langsam wirklich nichts mehr. Ich bin langsam dunkel, blind, würde ich sagen. Wir machen das anders. Ich muss jetzt eh Schluss machen, bevor ich mir hier Probleme mit den Nerven kriege. Machen wir jetzt Feierabend. Gehen nochmal wieder zurück zum Floß. Und wir machen das Rätsel morgen weiter. Ich weiß, wie es funktioniert, aber es ist extremst nervig, dieses ständige Raufen runter, und dann muss doch wieder umgestellt werden. Es ist ein bisschen nervig. Es ist ein bisschen sehr nervig. Ich hier nicht noch mal kurz mit dem Metalldetektor durchgehen? Ja, kann ich. Sollte ich vielleicht auch noch eben kurz. Nein. Kann ich da hoch? Ich glaube, ich muss da hoch. Oh, ich muss was essen. Noch was zu essen da? Ja, hier habe ich noch was Gutes. Trinken wir noch eben wieder Wasser. Ich wollte aufhören, glaube ich, ne? Ich erinnere mich daran, dass ich gerade gesagt habe, dass ich aufhören muss. Weil es sonst zu spät wird mich. Für mich wird. Hallo? Wo ist denn jetzt meine Tür hin? Da. Ja.
Nein. 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 Ich glaube, ich muss nach oben. Wie war das? Ich crawlen kann? Hallo? Nein, C und W. Hallo? Hallo? Doch eben hochkommen. Ja, tue ich auch. So, nochmal. Hep. Kartoffel. Schrott. Wäre jetzt auch zu einfach gewesen, wenn ich mir gleich den ersten Tresor schnappen würde, ne? Ja, ist ja gut, ich weiß. Aufnehmen. Naja, gut, ist es ein... Hallo? Da ist ein bisschen was Gutes drin. Kokosnuss. Ach, das war dieses komische Jump and Run, ne? Aber ich glaube, mir fehlen sowieso noch etliche Teile. Warte mal. Das habe ich. Zwei Teile eines Ladegerätes. Schlüssel zur Krankenstation. Teil einer Seilrutsche. Sowas aber auch. Kann ich irgendwo hoch?
Vielleicht irgendwie. Ups. Hoppeli. War anders als geplant. Aber, wie schon gesagt, ich muss sowieso jetzt Feier machen. Ich muss ins Bett. Sonst habe ich ein Problem. Und ich habe mich verlaufen. Dass ich mich immer verlaufen muss hier. Weil eigentlich muss ich hier irgendwo durch, oder? Sollte mein Raft nicht hier irgendwo sein? Hallo Raft, wo bist du? Hier irgendwo? Oh. Sekunde, dich nehme ich noch mal ganz kurz mit, oder? Komm, Sack. So. Ein Metallfall hier neu irgendwo? Ja, sorry, auftauchen. Genau. Da war noch was. Auftauchen. Ja, ist ja gut. Stell dich mal nicht so an. Gar keinen Bogen mehr. Komm vorbei. Und weg ist er. Hallo? Die spawnen alle. Ja, ist ja gut. Wir sind ja schon wieder aufgetaucht. Stell dich mal nicht so an da. Schade. Pfeile weg. Ist denn mein Boot schon wieder hin? Mein Fluss schon wieder hin? Muss die irgendwo gewesen sein. Los. Hallo, Floß. Hallo, Floß. Ist mein Fluss.
Wir sind wieder auf dem Floß. Machen mal schnell unsere Taschen leer. So. Steine. Ich muss mich gleich erstmal einschmelzen. Mit hin. Du kannst da noch mit hin. Da können die Steine noch mit zu. Die beiden Köpfe können schon mal in den Komposter. Proppe voll, super. Dann habe ich auch schon eine Kiste, wo ich den hinpacken kann. So. Das kann dann auch schon mal abgeholt werden. Dafür kann ich das schon mal einschmelzen. So. Meine Kupferwaren schon mal weg. So, Metallwaren. Und Kupfer. Damit ist das alles weg. So. Ich mache mal voll. Okay. 20. 60. 60. 80. 120. Ich muss schnell was trinken. Seile, was ich damit machen soll, weiß ich auch noch nicht. Ich komme erstmal dahin. So. Und dann bin ich jetzt auch erstmal fertig, würde ich sagen. Und die Kokosnuss. Und das kann erstmal dahin, das kann erstmal dahin. So bleibt's. Ja, ist ja gut. Dann essen wir dich schon mal. So. Mhm. Wir machen die Flasche leer. Wir machen die Flasche leer. Und wir füllen beide eure Salzwasser auf. Mal ganz kurz die Wasser sprengen.
So. Fertig. Stopp, die Eier kann ich hier nochmal wieder reinpacken. Honig, Bündet, Fokus. Honig. Einmal zu meinem Glas. Nee, stopp. Ich hatte Glas hier mit drin, ne? Ja. Honig, 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 Honig. Habe ich den restlichen Honig hinten gepackt? Hatte ich den nicht noch? Nee, scheint ich schon wieder verbraucht zu haben. Kein Honig mehr, kein Honig mehr. Okay. Du brauchst auch nichts mehr. Ich laufe falsche Richtung. Wo hatte ich jetzt? Da nicht. Da hatte ich euch mit reingepackt. So. Das werde ich auch beim Honig mit reinpacken. So. Dafür kannst du beiseite. Wir essen erst noch eben schnell was. So. Und damit ist jetzt Feierabend. Zack. Die zwei kann ich schon mal mit hochnehmen. So, damit haben wir 12. Das heißt, ich kann mir dann auch noch wieder neue Köder kaufen. So. Das heißt, wir machen jetzt erstmal Feierabend. Zack. Okay. Beenden. Ach, macht er gar nicht. Macht er gar nicht, wenn ich sitze. So, Welt speichern. Hauptmenü, Spiel beenden. Jawohl. So, ich sag dann tschüss. Bis. Oh. Bis die Tage. Ich weiß nicht, ob ich morgen Abend nochmal zum Streamen komme, aber wir werden jetzt langsam mal gucken, dass wir die Story so ein bisschen weitermachen. Und dann müssen wir noch wieder zurück und die alten Inseln nochmal abfahren, bevor wir dann weiterfahren. Ich sag tschüss, ich wünsche euch noch eine gute Nacht. Und alles Gute. Bye.